Hallo, lieber Schütze, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den November 2023. Ich freue mich natürlich so wie immer, dass du dabei bist. Dankeschön fürs Zuschalten. Ich hoffe so wie immer ebenfalls auch, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt bei mir ganz, ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist, lieber Schütze. Und so wie immer stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Das ist das Encore-Tarot von Jérôme Macaddy. Genau, und wenn ich dann damit fertig bin, also mit den Herausspringen lassen der Karten sozusagen, bekommst du im Anschluss ebenfalls eine Hauptbotschaft für den Monat November, und zwar aus dem ätherischen Alchemist-Tarot. Genau, ich hatte diesmal Lust ganz einfach auf eine klitzekleine Veränderung, deswegen dachte ich, hey, warum einfach nicht? Warum eigentlich nicht, besser gesagt? Und genau, so lieber Schütze, wir schauen jetzt, was im November auf dich zukommt. An all die Schützen unter euch, die jetzt Ende November Geburtstag haben, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum Geburtstag. Happy Birthday. Ich hoffe, dass ihr schön feiern werdet. Okay. So. Denkt daran, lieber Schütze, das hier ist eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. So. Okay, November. Schauen wir uns das mal an, was im Monat November auf dich zukommt. Also, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, November. Was bringt jetzt der kommende November dem Kollektiv der Schützen? Der kommende November Schütze. Noch weitere Botschaften bitte, weitere Energien für das Kollektiv der Schützen. Jetzt im November. Was kommt dann noch auf Schütze zu im November? Da ist sie. Okay, so, das Ganze lege ich dir erst einmal einigermaßen so nach unten, weil ich habe dir ja schon gesagt, dass es jetzt eine Hauptenergie gibt für den Monat November. Schauen wir also mal, was das große Hauptthema ist für dich im Monat November, die Hauptenergie sozusagen. Okay, also, was ist die Hauptenergie der Schützen im Monat November? Was ist das Hauptthema, die große Hauptenergie im November der Schützen? Hauptenergie der Schützen im Monat November. Was ist die Hauptenergie? Das große Hauptthema der Schützen im November. Okay, du hast zwei Karten, lieber Schütze. Ich war jetzt gerade ganz kurz ein wenig abgelenkt, weil draußen habe ich irgendein Geräusch gehört. Aber alles gut. So, alles klar. Die beiden Karten habe ich dir jetzt erstmal aufgehoben. Du hast zwei Karten. Du bist bis jetzt das einzige Zeichen, was zwei Hauptenergien sozusagen hat. Okay, ich würde sagen, dass wir mit dieser Karte hier auf jeden Fall beginnen. Und da haben wir jetzt zum einen folgende Hauptenergie für dich im Monat November, lieber Schütze. Das ist die Karte der Sieben der Stäbe. Okay, bei den Sieben der Stäben, lieber Schütze. Ich habe beide Karten schon gesehen, deswegen würde ich sagen. So, lieber Schütze, da bin ich jetzt wieder. Ich musste ganz, ganz kurz das Video unterbrechen, weil ich tatsächlich wirklich abgelenkt wurde draußen von einem lauten Geräusch. Und zwar ist es so, wir haben jetzt eine neue Katze dazu bekommen, die ist uns zugelaufen. Und jetzt haben sich zwei von uns oder beziehungsweise zwei von den Katzen sich gerade gekampelt, sehr lautstark. Deswegen muss ich mal ganz, ganz kurz gucken. Und nun ja, Revierkämpfe und. Ja, okay, auf jeden Fall bin ich jetzt hier wieder vollkommen bei dir. Sorry auf jeden Fall für die kurze Unterbrechung. Du hast jetzt nicht so viel davon mitbekommen, aber ich wollte wenigstens Bescheid geben. Genau, ich war stehen geblieben und zwar mit den Sieben der Stäben. Und jetzt geht es ja weiter. Ich wollte die nächste Karte für dich aufdecken. Und weil ich die nämlich auch schon gesehen habe, eine weitere Hauptenergie für dich im November, da haben wir jetzt hier den Eremit. Also,
Das kann jetzt hier wirklich darauf hindeuten, dass du, lieber Schütze, im Monat November vermehrtes Bedürfnis haben könntest, dich zurückzuziehen und hier gegebenenfalls auch einfach Grenzen zu setzen. Ja? Die 7 der Stäbe, das ist wirklich die Energie, ja, schon von sich behaupten, ne? Es geht darum, seinen Standpunkt zu vertreten, es geht darum, sich nicht länger irgendetwas gefallen zu lassen. Ja? Vielleicht hast du es auch in deinem Umfeld mit Menschen zu tun, die ständig an dir zum Beispiel herumnörgeln, die dich kritisieren, die dich ja runterziehen wollen und so weiter und so fort. Und deswegen hier ja, habe ich das Gefühl mit dem Eremit, dass es für dich darum geht, dich in gewisser Weise davon zurückzuziehen. Oder beziehungsweise, dass du von dich aus oder dass du von dir aus wirklich sagst, okay, ich ziehe mich davon zurück und ich möchte damit nichts zu tun haben. Oder beziehungsweise könntest du ebenfalls auch sagen, okay, ich will einfach mal eine Weile mit mir allein sein, ich brauche Erkenntnisse, wie es für mich weitergeht. Ne, der Eremit, das ist wirklich der Rückzug. Es geht also nach innen für dich vermehrt. Ne? Und jetzt hier gerade auch zusammen mit den 7 der Stäben geht es auf jeden Fall darum, ja, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen, sich in gewisser Weise auch so ein bisschen ja zu schützen, in Anführungszeichen. Na, okay, jetzt würde ich sagen, gucken wir einfach mal drunter, weil die Karte zählt nämlich auch dazu. Da haben wir jetzt hier die 9 der Münzen. Das ist übrigens eine weitere 9 für dich. Mit dem Eremit hast du nämlich hier jetzt auch eine 9. Ja, mit der Zahl 9, das ist ja die höchste einstellige Zahl. Da geht es immer darum, dass ein Kreislauf zu Ende geht, etwas vervollständigt sich. Und hier die 9 ist ja, wie gesagt, der Eremit, das ist einfach der Rückzug. Ne? Schritte sorgsam durchdenken, sich lebenswichtige Fragen stellen, wie zum Beispiel, wer bin ich, was möchte ich wirklich, wohin soll es als nächstes ebenfalls aber auch gehen. Ja, die 9 der Münzen ist die Energie von, wo, ja, wo es durchaus sein kann, dass sich etwas für dich auszahlt. Ne, das ist wirklich so diese, ja, Unabhängigkeit, eventuell sogar auch erfolgreiche berufliche Selbstständigkeit. Das ist eine Energie von Selbstliebe, dass man die kleinen Dinge des Lebens ebenfalls auch zu schätzen weiß. Ja, es geht hier also bei den 9 der Münzen ebenfalls also auch um einen Gewinn, eventuell sogar auch ein finanzieller Gewinn, was hier also auf dich zukommen kann. Und ich muss jetzt mal ganz kurz meine Heizung ein Stück runterdrehen. Ich bin sofort wieder da. Ich bin ja hier quasi in der Nähe, also alles gut, ne? Okay, ach, so lieber Schütze, jetzt würde ich sagen, gucken wir, was denn jetzt hier die Tarotkarten sagen. Und da beginne ich natürlich mit der Karte jetzt hier unten drunter. Und da haben wir folgende Karte für dich im Monat November. Das sind die 5 der Stäbe. Ja, schau mal. Das ist eine relativ ähnliche Energie zu den 7 der Stäben. Es geht hier also um Konflikte. Wow, pass auf, folgendes. Ich sage ja immer, ich weiß nicht, ob ich das bei dir auch schon mal gesagt habe, das, was während eines Readings geschieht, das ist alles kein Zufall, ne? Und es gibt ja also wirklich Konflikte, weil bei mir die Katzen draußen, also jetzt hier im Haus, die haben sich gerade wirklich gezofft und gekampelt. Ne? Vielleicht hast du es ebenfalls auch mit solchen Energien zu tun und daran werde ich jetzt hier ebenfalls gerade erinnert. Also habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass sich jetzt hier meine Katzen gekampelt haben. Das war jetzt hier alles kein Zufall, dass sich das in deinem Reading zeigt. Also kann es hier wirklich bedeuten, dass du es in gewisser Weise auch mit Konflikten zu tun hast. So ein kleines bisschen mit Rivalität und Konkurrenz, Neid und Eifersucht, das kann hier wirklich der Fall sein, dass du es mit solchen Energien im Monat November zu tun haben kannst. Ja, die 7 der Stäbe ist oftmals wirklich die Energie von Neid und Eifersucht. Ja, und hier ebenfalls ja Rivalität und Konflikte, Meinungsverschiedenheiten. Ne? Und hier mit dem Eremit könntest du vermehrt wirklich das Bedürfnis haben, dich davon zurückzuziehen, dich zu sammeln und dir ebenfalls aber auch Mühe geben, bei dir zu bleiben. Ja, also das nehme ich hier auf jeden Fall schon wahr für dich. Jetzt würde ich sagen, schau mir, was rausgefallen ist. So, da haben wir als erstes für dich im Monat November, das gibt's ja nicht, guck mal, der Eremit noch einmal. Noch einmal der Eremit. Und in gewisser Weise habe ich wirklich das Gefühl, dass es sehr, sehr stark darum geht, für dich deine Schritte sorgsam zu durchdenken und sorgsam zu überprüfen. Weil schau mal, der Eremit, der hält hier auf jeden Fall die Laterne nach oben und schaut hier in Richtung Bedrohung. Ja, also hier die Schlange. Na, da guckt in Richtung Schlange. Na, bist du giftig? Na, bist du es nicht? Und lässt du mich vorbei? Ne? Also, das ist wirklich so eine Energie von.
Ja, Rückzug, und man ist erstmal ein bisschen behutsam und vorsichtig. Ne? Man denkt erstmal wirklich nach, man überlegt erstmal, bevor man reagiert sozusagen. Ja, also das ist wirklich bei dir zu sehen. Auf jeden Fall, grundsätzlich geht es hier um Rückzug. Rückzug vor eventuellen Feindseligkeiten, Rückzug vor ja, Konkurrenz, Konflikten, Drama auch eventuell. Das scheint ja bei dir wirklich eine Rolle zu spielen. Okay, was haben wir hier? Der König der Münzen. Okay, wir haben jetzt hier bei dir, fällt mir jetzt erst ein, warum auch immer, mit dem Eremit hast du ja ebenfalls doppelte Jungfrau-Energie. Also es kann bedeuten, dass du es mit einer Jungfrau zu tun hast, Sonne, Mond, Aszendent. Der König der Münzen kann jetzt hier für dich ebenfalls auch eine Jungfrau-Person darstellen. Ne? Wahrscheinlich männlich, aber es könnte auch eine Frau sein. Ne? Also hier habe ich schon so das Gefühl, dass es um ein Gegenüber geht. Ne? Vielleicht ist es aber auch so, lieber Schütze, das bekomme ich jetzt rein für einige von euch. Wie gesagt, das ist ein allgemeines Orakel. Du musst mal gucken, was jetzt hier am besten passt an Botschaften oder beziehungsweise wie es passt. Ne? Der König der Münzen, ich hatte das Gefühl, dieser jemand könnte sich ebenfalls aber auch zurückgezogen haben vor euch. Ja, das kann eventuell auch der Fall sein. Dass hier quasi dein Gegenüber sich hier schon zurückgezogen hat. Was ich jetzt hier ebenfalls wahrnehme, dadurch, dass wir hier für dich den König der Münzen haben und auch mit als Grundenergie die Neun der Münzen, habe ich irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, dass es entweder um jemanden geht, der hier in gewisser Weise schon sehr erfolgreich ist, der schon einiges erreicht hat, finanziell, familiär, ne, der hat schon für ein sehr, sehr stabiles, festes Fundament gesorgt, ist vielleicht auch ein Familienvater oder Familienmutter, ne, je nachdem, Geschlechter bitte neutral betrachten. Und diesbezüglich, auf Arbeit, beruflich, kann es also sein, dass du es da mit Konflikten zu tun hast, mit, ja, wo sich welche von dir bedroht fühlen, dich als Konkurrenz ansehen oder aber du, lieber Schütze, siehst jemanden als Konkurrenz an und hast es da selbst auch eventuell mit Neid zu tun. Also, dass du selber eventuell neidisch oder eifersüchtig sein könntest auf jemanden, der hier schon in gewisser Weise beruflich erfolgreich sein kann. Oder aber das Ganze ist umgedreht. Ne? Ich kenne dich jetzt gerade nicht persönlich, deswegen schau ganz einfach mal, wie das Ganze dann auf jeden Fall für dich passt, ne? Okay, als nächstes haben wir für dich, das sind die vier der Schwerter und das ist ebenfalls eine Energie, wo es schon in gewisser Weise um einen Rückzug geht. Bei den vier der Schwertern geht es um Heilung, es geht um Meditation, in die Stille gehen, ebenfalls aber auch, naja, sich einfach mal so ein bisschen erholen, ja? Das ist die Energie ebenfalls auch der Erholung. Also könntest du ebenfalls vermehrt das Gefühl haben, okay, ich muss mich einfach mal erholen von diesen ganzen Konflikten, von diesen ganzen Kämpfen und Dramen und so weiter. Ja, also hier sieht man auf jeden Fall mit den vier der Schwertern, es geht ja darum, irgendwo natürlich auch bei dir zu bleiben und zentriert zu sein. Ne, dafür zu sorgen, dass du in dir selber auch gefestigt bist in dieser Situation. Ja, also das ist hier ganz, ganz eindeutig zu sehen. Es geht um Stille, dass du dich vermehrt nach innen wendest im Monat November. Das ist auf jeden Fall das, was man hier auch sehen kann. Was haben wir hier? Die Zehn der Schwerter. Hier geht auf jeden Fall was zu Ende, ne? Mit einem Münzkönig. Hier die Spiegelung zu dem Münzkönig und ja und Zehn der Schwerter sagt mir, hier geht auf jeden Fall etwas zu Ende mit ja einem Gegenüber. Das kann hier wirklich der Fall sein. Und bei einigen von euch könnte es durchaus sein, dass hier, dass das Ganze eine Dreieckskonstellation gewesen ist. Na, das kann durchaus sein, weil wir haben hier die Themen. Oder ich habe jetzt hier die Themen bei einigen von euch von Rivalität und Konkurrenz. Vielleicht ist es so, dass dein Gegenüber vielleicht in gewisser Weise noch gebunden war. Dann sieht man hier auf jeden Fall, okay, hier findet ein Ende auf jeden Fall statt. Des Weiteren habe ich das Gefühl, dass sich der eine um den anderen wirklich richtig einen Kopf macht. Ja? Weil das hier, die Zehn der Schwerter, ist auch oftmals die Energie von maximales Gedankenchaos. Ja, also kann es jetzt wirklich auch darauf hindeuten, dass man sich hier wirklich sehr, sehr viele Gedanken um den anderen macht. Oder um eine berufliche Geschichte oder um die Finanzen. Ne? Oder. Du weißt am besten, was für ein Thema das ist bei dir. Ne? Ich habe aber schon das Gefühl, hier spielt auf jeden Fall ein Gegenüber eine Rolle. Ne? Die Zehn der Schwerter ja, generell steht ebenfalls auch für ja, ja, Gefühle von Niedergeschlagenheit, ein Hinterhalt. Ne? So kann es auch sein, dass hier jemand in den Rücken gefallen ist. Na, oder noch in den Rücken fällt, weil ich gucke hier für November, es kann sein, dass das Ganze auch noch kommt. Na? Okay, was haben wir hier für dich? Ja, das ist deine Karte im Tarot übrigens. Das ist das Rad des Schicksals. Also hier geht eine weitere 10 übrigens. Na? Du hast hier 9er und 10er Energien sehr, sehr stark vertreten.
Es geht ja auf jeden Fall darum, dass etwas zu Ende geht, weil etwas verändert werden darf. Es geht um Veränderungen, ganz klar. Es geht um Veränderungen, es geht um Beendigungen, das ist auf jeden Fall das, was man sehen kann. Hier geht auf jeden Fall eine Situation auch gegebenenfalls zu Ende, die lange Zeit im Stillstand gewesen ist, die lange Zeit stagniert ist sozusagen. Ja, also das ist das, was man hier auch sehen kann. Generell, das Glücksrad hier ist, also steht generell wirklich für das Ende von Verzögerungen, für Glück ebenfalls aber auch, ja. Also habe ich hier trotzdem das Gefühl, ja, egal wie es wird, es geht auf jeden Fall positiv weiter für dich. Ja, und trotzdem spüre ich jetzt auch wieder die Energie, Rat des Schicksals gespiegelt auf Eremit, habe ich das Gefühl, es darf sich jetzt nur nach innen einiges gedreht werden. Es geht darum, sich nach innen zu wenden, ganz, ganz stark. Und das sagt mir ja ebenfalls auch der doppelte Eremit für dich. Ja? Okay, interessant. Gut, jetzt geht es weiter mit dem nächsten Deck. Und ich verwende jetzt für dich das Starcodes Astro-Orakel. Vielleicht gibt es bei dir in deiner Situation auch gerade so etwas wie, ja, Revierkämpfe so ein bisschen, ne? Das kann ja auch sein, dass sich jemand von anderen bedroht fühlt oder, ne? Das kann schon sein. Neid und Eifersucht, also das ist hier schon vertreten. Also, es geht weiter. Jetzt hätte ich ganz gern weitere Botschaften bitte für das Kollektiv der Schützen. Jetzt im November. So, tief ein- und ausatmen. Schauen wir mal weiter. Schütze, Sonnenmond, Aszendent, Venus. November. Was bringt jetzt der kommende November dem Kollektiv der Schützen? Schütze. Ja, habe ich schon gesehen und das bestätigt auf jeden Fall genau das, was ich hier schon für dich gefühlt habe. Sage ich gleich was dazu, aber erstmal noch weitere Energien bitte für die Schützen jetzt im November. Okay. Ich habe jetzt gerade eine Botschaft reinbekommen, das muss ich dir jetzt schon sagen, bevor ich es dann vergesse. Ich habe das Gefühl, bei einigen von euch geht es auch um innere Konflikte. Nicht unbedingt um ein Gegenüber, ich meine, kann vielleicht auch, aber ich habe eher das Gefühl, bei vielen von euch geht es hier wirklich sehr, sehr stark um innere mentale Konflikte, ja, dass du es dir quasi selber so ein bisschen schwer machst. Auf Deutsch gesagt. Das habe ich hier auch. Und deswegen sagen nämlich hier ebenfalls auch die Karten, dass du dich jetzt im November vermehrt nach innen wendest, um vielleicht das Ganze zu hinterfragen, um einfach mal der ganzen Sache auf der, ja, auf den Grund zu gehen. Ne? Noch eine Karte bitte für Schütze im November. Was kommt noch im November auf Schütze zu? Schütze, November. Was kommt da noch? Ich hätte ganz gerne noch eine Karte. Dankeschön. Sehr schön. Okay, ich muss jetzt mit der Karte beginnen, habe ich dir ja schon gesagt, weil ich dich schon gesehen habe. Wir haben hier für dich das 12. Haus mit Introspection, heißt auf Deutsch so etwas wie Selbstbeobachtung oder auch Selbstbetrachtung. Ne? Ich hatte gesagt, es geht nach innen. Ne? Wir sehen hier auch die Chakren. Und also geht es hier eindeutig auch um Energien. Ich habe das Gefühl, deine Energie darf hier in ein Gleichgewicht kommen, lieber Schütze. Das nehme ich hier sehr, sehr stark wahr. Ja, dass es vor allem darum geht, dass du dafür sorgst, wieder gefestigt zu werden, energetisch und auch emotional oder ebenfalls auch körperlich. Ne? Also das 12. Haus, da geht es wirklich um, ja, Themen wie zum Beispiel Vergebung, es geht um Spiritualität, es geht um Empathie, Mitgefühl, also schon um deine Gefühle, deine Gefühlstiefe, deine Emotionen sozusagen. Ne? Also das ist das, was ich hier ganz, ganz klar sehe. So, die Karte habe ich jetzt auch schon gesehen, deswegen, das ist Widder. Kann bedeuten, dass es hier mit einem Widder zu tun hast.
Hier geht es um das Handeln. Ja, Widder, das ist wirklich die Energie von Aktion, etwas umsetzen, Durchsetzungskraft. Passt auch ganz gut zu den 7 der Stäben und auch zu den 5 der Stäben hier, ne, mit den Konfliktenergien. Aber Widder-Energie ist ebenfalls auch eine Energie, ja, der Konflikte, der Rivalität und dieses, ja, Krieg, sag ich mal, ne? Weil der Herrscherplanet ist ja Mars und Mars ist ja sozusagen der Kriegsgott, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Also hier sieht man schon auf jeden Fall entweder wirklich Konflikte mit mindestens einer anderen Person und oder kann es bedeuten, lieber Schütze, dass es hier eindeutig bei dir um innere Konflikte geht. Und das ist nämlich das, was ich jetzt hier schon sehr, sehr stark wahrnehme. Ja? Okay. Ja, dass du mit dir selber so ein kleines bisschen auf Kriegsfuß stehst. Dass du mit dir selber mental, vielleicht auch emotional, energetisch wirklich, ja, dass du da selber so einen Krieg mit dir ausfechtest, ne? Okay, drunter haben wir folgende Energie für dich. Okay, es geht um Beziehungen. Ja, vielleicht auch mit dir selber, weil Widder-Energie, da geht es ja auch um dich, deine Persönlichkeit, ne? Das Ganze kann sich ebenfalls auch auf dich beziehen. Und noch zusätzlich mit einem Partner. Das 7. Haus, da geht es auf jeden Fall um Beziehungen. Es kann jetzt also bedeuten, dass du jetzt angeleitet wirst, deine Beziehung zu dir selbst einfach mal einer Prüfung zu unterziehen. Ne? Weil ich habe dir gesagt, das Widder-Energie, da geht es auch um dich, deine Persönlichkeit. Ne? Und ja, Selbstbeobachtung, das 12. Haus. Es geht nach innen. Deine Beziehung zu dir selber einfach mal unter die Lupe nehmen. Und klären, ja, nach innen zu schauen. So, was haben wir hier für dich? Das ist das 8. Haus Mystery. Da ist nämlich einiges im Verborgenen. Ne? Das 8. Haus Mystery, das bedeutet ja so etwas wie wirklich Geheimnisse. Etwas ist im Verborgenen. Etwas ist ja sehr mysteriös und geheimnisvoll. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dass du da wirklich sagst, okay, ich gehe dieser Sache jetzt wirklich auf den Grund. Was da in mir so tobt, was da in mir so, ja, was da diese Gefühle in mir auslöst, wahrscheinlich auch Neid und Eifersucht vielleicht, ne? Aber generell sind das auch innere Konflikte oder ebenfalls auch so dieser Zerdenker-Modus, negative Gedanken, Pessimismus. All das, liebe Schütze, kann hier wirklich für einige von euch eine Rolle spielen, ne? Dass du jetzt hier wirklich Dingen auf den Grund gehst, die wirklich bisher total, ja, im Verborgenen sind, ja, die dir spanisch vorkommen, auf Deutsch gesagt. Des Weiteren habe ich auch das Gefühl, in gewisser Weise, bei einigen von euch kann hier ebenfalls aber auch Manipulation eine Rolle spielen. Weil das 8. Haus unter anderem kann auch manchmal so ein bisschen für Manipulation stehen, ne? Und gerade weil wir hier ebenfalls auch Konflikte haben und hier so die Schlangenenergie, das ist für mich auch immer so ein kleines bisschen so. Naja, man muss vorsichtig sein, ja, also so ein bisschen Manipulation, also Vorsicht, ja, Vorsicht vor irgendwelchen Gehirnwäschen, Vorsicht vor einem Menschen, der dir einem vom Pferd erzählen möchte, ja, da habe ich auch das Gefühl, sei da ein bisschen vorsichtig, lieber Schützer. Okay, jetzt geht es weiter mit dem nächsten Deck und da muss ich mal schauen, was ich da jetzt hier für dich verwende. Ah, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Okay, ich verwende jetzt für dich das Moonology Messages Orakel von Jasmine Boland. Schauen wir doch mal. So, schauen wir mal weiter. Sorry, falls ich jetzt ganz, ganz kurz geschwiegen habe. Ich habe hier nebenbei überlegt. Aber ich habe jetzt erstmal noch keine weiteren Botschaften reinbekommen. Ja, also was ich jetzt kommt es auf einmal. Ne? Jetzt, wo ich es laut ausspreche, da kommt es auf einmal. Okay, also, ja, man sieht auf jeden Fall Ende, Anfang. Ne? Hier der Quersumme mit der 46 haben wir die 10, was wiederum eine 1 ist. Hier ebenfalls die 10 und hier die 1. Ne? Also hier ganz eindeutig Ende Anfangsenergie. Und das 8. Haus, lieber Schütze, ist ja auch die Energie, wo hier auch etwas zu Ende geht, wo etwas transformiert wird. Also kann es auch wirklich bedeuten, entweder geht eine Partnerschaft zu Ende, zu einem eventuellen Widder oder Jungfrau, Sonne, Mond, Aszendent. Oder ein anderes Erdzeichen wäre zum Beispiel Stier oder Steinbock. Oder aber
eine Beziehung auch zu dir selbst. Eventuell wird ja auf jeden Fall gewandelt und auch transformiert. Ja. Die Art und Weise, möglicherweise auch, wie du dich selbst bisher gesehen hast. Ja. Vielleicht ist es auch so, lieber Schütze, dass du dich bisher so als, ja, dass du dich selber bemitleidet hast in gewisser Weise. Weil das 12. Haus ist ja auch dem Fische oder auch dem Neptun zugehörig. Und auch da geht es hin und wieder um, naja, Selbstmitleid, um zum Beispiel Opferbewusstsein, ne, so dieses zu starke Selbstlosigkeit, so Opferbewusstsein auch so ein bisschen, ne? Und da habe ich das Gefühl, dass das auf jeden Fall bei einigen von euch auf jeden Fall gewandelt wird. Ja. Das Ganze darf jetzt hier sozusagen in Stärke gewandelt werden. Es geht auch viel, bei vielen von euch geht es auch sehr, sehr stark um Selbstliebe. Ja, weil das ist nämlich auch die Energie der 9 der Münzen. Es geht um Selbstliebe. Ja? Okay. November. Schütze. Was bringt jetzt der kommende November noch dem Kollektiv der Schützen? Schütze. Weitere Botschaften bitte für die Schützen im kommenden November. Okay, wir haben das jetzt hier so, dass jetzt 2 Karten rausgefallen sind. Und wenn die so für mich rausfallen, dann habe ich das für mich so festgelegt, dass ich immer die Karte nehme, die oben drauf ist. Ja, das habe ich für mich so festgelegt. Von daher ist das auch richtig. Jeder Kartenleger macht das anders, ne? Okay, weiter geht es. Was kommt noch im November auf Schütze zu? Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was kommt da jetzt noch im November auf Sie zu? November. Was bringt der kommende November noch dem Kollektiv der Schützen? Also ich hätte ganz gerne noch mindestens eine Karte. Ja, dann, okay. Alles klar. So, lieber Schützer. Dann schauen wir doch mal. Die Karte habe ich ja schon gesehen, deswegen würde ich sagen, dass wir damit auch beginnen. Wir haben jetzt hier für dich die Karte, ja, die Mondreflexion. Ne? Es geht ja also darum, selbst oder Verantwortung zu akzeptieren. Ja, es geht ja in gewisser Weise auch natürlich um Reflexion. Passt also ganz gut zum 12. Haus und auch zum Eremit. Ja, also du im November, du reflektierst so einiges, ja. Du übernimmst ebenfalls nun auch vermehrt Verantwortung für dich, deine Gedanken, generell ebenfalls aber auch dein Wohlbefinden. Weil Jungfrau-Energie, lieber Schütze, das ist auch die Energie von deinem Wohlbefinden, deine Gesundheit, ja. Sowohl deine mentale Gesundheit, deine emotionale Gesundheit, aber auch vor allem körperlich, ja. Und da geht es auf jeden Fall darum, einigen Dingen auf den Grund zu gehen, habe ich das Gefühl, diesbezüglich solltest du körperliche Symptome haben, dann bitte geh zum Arzt. Ne? Ich bin keine Ärztin noch sonst irgendwas, ich bin lediglich eine Kartenlegerin. Ne? Also da kann es durchaus sein, dass du diesbezüglich wirklich Dingen auf den Grund gehst, deiner Beschwerden sozusagen. Ja, also das ist das, was man hier schon sehen kann. Okay, drunter also folgende Energie. Okay, da haben wir jetzt hier Void Moon. Das ist sozusagen der leere Mond, beziehungsweise auch der Mond auf leerer Bahn. Hier wird auf jeden Fall gesagt, tu nichts. Hier wirst du darauf hingewiesen, lieber Schütze, in deiner Situation, was auch immer das für eine ist, nichts zu unternehmen. Die Karte kam spannenderweise auch bei Skorpion. Kann also auch bedeuten, dass die Entschuldigung, dass die Skorpionlegung ebenfalls auch eine Rolle für dich spielt, weil entweder bist du vielleicht Aszendent Skorpion oder aber, lieber Schütze, laut der vedischen Astrologie bist du kein Schütze, sondern eventuell sogar wirklich Skorpion. Ne? Wenn du möchtest, kannst du da einfach mal gerne nachforschen. Aber die Karte kam ebenfalls auch für die Skorpione. Also wenn du irgendetwas vorhast, ne, und der Mond ist auf leerer Bahn, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nichts wird. Ja? Aber ich habe eher das Gefühl, ja, in deiner Situation unternehm nichts. Ja, also hier wirst du ganz, ganz klar darauf hingewiesen, nichts zu unternehmen. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass du sagst, okay, ich bin wirklich ganz, ganz vorsichtig mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue. Weil das sehe ich hier ganz einfach auch am Eremit. Ne? Okay, was haben wir hier? Zum einen, cut your losses, heißt so etwas wie schon, ja, es geht darum, etwas zu
Etwas loszulassen, auf jeden Fall etwas zu durchschneiden, und zwar lose Enden. Ja? Auch hier geht es darum, etwas loszulassen. Aber wir haben hier Steinbock-Energie, beziehungsweise es kann auch Winter sein, aber ich habe eher das Gefühl, dass es Steinbock-Energie ist. Und wir haben Mondenergie. Und beide Energien, das verträgt sich nicht so ganz. Weißt du, das sorgt wirklich für Spannungen. Ich habe das Gefühl, es geht ja eindeutig um Spannungen, sowohl in dir und auch direkt mit einer anderen Person. Das weißt du jetzt wirklich am besten. Aber hier habe ich das Gefühl, dass du lange Zeit wirklich etwas mit dir herumgeschleppt hast, wo es an der Zeit ist, sich davon zu trennen. Ja? Was haben wir hier? Cleansing, Moonrise. Es geht ja auf jeden Fall um das Reinigen. Ja, reinigen, sauber machen, sich säubern, etwas darf bereinigt werden, Dinge aus der Vergangenheit, etwas, was mit dir vielleicht auch zu tun hat, deine Gedanken, dein eventueller Pessimismus, das nämlich auch bei einigen von euch war. Da ist ein bisschen Pessimismus, negatives Denken mit dabei. Falls nicht, dann geht es lediglich auch um deine Energie, ne, deinen Körper. Vielleicht hast du vor, einfach mal zu detoxen, ja, dass du wirklich die Verantwortung jetzt übernimmst und einfach mal reinigst und sagst, okay, ich durchschneide jetzt wirklich alles, was einfach nicht mehr passt, was mich runterzieht. Ja? Okay, so, das letzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Schutzengel-Tarot von Doreen Virtue. So, gucken wir mal, was da jetzt für eine Botschaft für dich kommt im Monat November. Es kann ebenfalls auch sein, dass da irgendjemand kommt oder dass irgendjemand auf dich zukommt, dich versucht, von irgendwas zu überzeugen. Und die Karte jetzt hier rät dir wirklich, unternimm hier nichts. Ja, Vorsicht ist hier auf jeden Fall geboten. So, okay. Jetzt würde ich sagen, gucken wir, was jetzt hier noch die Botschaft ist, der Schutzengel an dich im November. Was ist die Botschaft der Schutzengel für die Schützen im Monat November? November Schütze. Was kommt da jetzt noch? Okay, Nummer 1. Ich habe das Gefühl, da will noch einer. November, Schütze. Okay, da haben wir sie. Gut, wir haben als erstes für dich, das passt ganz gut, wir haben die innere Einkehr. Das ist im normalen Tarot die Hohepriesterin. Also, du bist ein sehr intuitiver Mensch. Und in deinem Inneren warten viele wundervolle Erkenntnisse auf dich. Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen. Das sehe ich hier. Hier, vier der Schwerter zur Ruhe kommen. Und dann Selbstbeobachtung, es geht nach innen, wie ich dir schon gesagt habe, ne? Okay, nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen, um dir mit Hilfe von Meditation oder Gebet über die Wünsche deines Herzens klar zu werden. Es besteht kein Grund anzunehmen, du müsstest jetzt sofort aktiv werden. Hammer! Habe Geduld mit dir selbst. Genau, hier Aktion. Na, im Moment ist noch nicht unbedingt die Zeit dafür bei dir, lieber Schütze, um jetzt hier da irgendwie aktiv werden zu müssen. Na, ich zeige es dir ja nochmal ganz gern, die Karte hier. Tu einfach auch mal nichts. Ja? Okay, es wollte ja noch einer. So, da haben wir jetzt hier für dich die drei der Emotionen. Sind im normalen Tarot die drei der Kelche. Okay, du wirst wunderbare Neuigkeiten erhalten. Ankündigungen über Verlobungen, Schwangerschaften, Geburten oder Schul- und Studienabschlüsse kommen deines Weges. Neue Freunde finden sich ein oder Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen kommen einander näher. Aufregende Neuanfänger oder ein glückliches Ende stehen unmittelbar bevor. Ja, also hier wird auf jeden Fall gesagt, also ich habe das Gefühl, es geht bei dir sehr, sehr stark auch um dein Umfeld. Ja, dass du jetzt hier ebenfalls auch dazu aufgerufen bist, deine Beziehungen aller Art einer Prüfung zu unterziehen. Dass du jetzt einfach mal wirklich schaust, okay, fühlt sich das Ganze jetzt noch stimmig an? Wie fühlt sich die Beziehung zu so und so an? Ja, dass du da einfach mal in dich gehst und schaust, okay, ist das das richtige Umfeld für mich? Weil es geht wirklich ganz, ganz stark um Abschlüsse, ne? Veränderungen, Ende, Anfang. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, die Karte möchte dir auf jeden Fall natürlich sagen, es kommen neue Wege auf die, neue Wege. Das auch, es kommen neue Menschen auf jeden Fall auf dich zu.
Eine neue Liebe, neue Freundschaften, eventuell sogar ein neuer Job. Diesbezüglich wird dir auf jeden Fall gesagt, lieber Schütze, schaue bitte ganz, ganz genau hin. Ja, höre unbedingt auf deine Intuition und lass dich hier auf Deutsch gesagt bitte nicht länger verarschen. Ja, also überprüfe wirklich ganz klar. Erstens, was du wirklich möchtest. Ich habe auch das Gefühl, dass du das jetzt immer mehr herausfindest, was du wirklich möchtest. Hier wird gesäubert. Hier wird auf jeden Fall gesäubert. Das ist das, was man hier auf jeden Fall sagen kann, ne? Ja, etwas Neues kommt auf dich zu. Neue Beziehungen, neue Menschen. Lass mich mal überlegen, was ich jetzt noch für einen Impuls habe. Also ich habe jetzt auch gerade die Botschaft für dich. Lass dich nicht auf eine Freundschaft oder auf eine Beziehung ein, nur um nicht alleine zu sein. Ja, also das nehme ich ja ebenfalls auch wahr für einige von euch, dass du zumindest in der Vergangenheit dich immer wieder auf jemanden eingelassen hast, nur um nicht alleine sein zu müssen, nur um jemanden zu haben, nur damit dir jemand zeigt, wie wertvoll du doch bist und so weiter und so fort. Also das nehme ich ja auch wahr. Ne? Okay, drunter haben wir folgende Karte für dich, die zählt nämlich auch dazu. Die 5 des Handelns, das sind die 5 der Stäbe und das ist eine wiederholende Karte, das ist nämlich diese. Ja. Ich lese es dir aber trotzdem vor. Deine Engel wollen dich wissen lassen, dass deine gegenwärtige Herausforderung dich dazu drängt, Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit zu zeigen. Sei bereit, für dich selbst einzustehen und deine Position zu verteidigen. Hier, 7 der Stäbe, ne? Du hast das Recht, dich von Personen fernzuhalten, die unerwünschtes Drama in dein Leben bringen. Genauso ist es, lieber Schätzer. Davon darfst du dich fernhalten. Auf jeden Fall. Ohne Ausnahme. Ja, du hast deshalb mit jemandem hier auf jeden Fall zu kämpfen, weil dieser jemand, der zeigen möchte, guck mal, im Prinzip ja, für etwas Besseres ist für dich vorgesehen. Ja, bevor die Menschen auf dich zukommen können oder in dein Leben treten, die auch wirklich zu 100% zu dir passen, ja, darfst du wirklich auch Selbstvertrauen entwickeln. Darfst du Selbstliebe entwickeln und das wird ja auf jeden Fall gezeigt. Ja? Okay, so lieber Schütze, mehr Botschaften habe ich jetzt nicht für dich. Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und ein Abo freuen und ich wünsche dir einen wunderschönen November. Lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.